Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Zu Folge 11. Ja, wir sind letztens hier stehen geblieben, als wir diesen riesengroßen Lykaner besiegt haben. Der echt heftig war. Der hat vier Granatschüsse ausgehalten. Und ja, wir wollen jetzt mal weitergehen. Runter zu wie hieß er? Zu Moreau. Und den einfach mal wegklatschen. Mal schauen. So, hier brauche ich jetzt nicht gucken. Ich habe ja hier alles blau. Da komme ich leider nicht zu den Hühnern. Deswegen, das sieht echt komisch aus hier auf dem Boden. So, schauen wir mal. Ich müsste hier hin. Die Tür rief irgendwie nicht auf, warum auch immer. Wer grunzt? Da drinnen. Waren die da drin? Okay. Na gut, die hätte ich es nicht besiegen müssen, aber es gab Kraut. Also kann man das mal mitnehmen. So, hier lang, oder? Trotzdem nochmal hier rum, ob ich noch irgendwas finde. Was ist hier? Gar nichts. Muss nochmal nach oben gucken für diese gelben Käfige. Vielleicht hängen hier noch irgendwo welche. Stausee. Ih, was ist das denn? Alles voll geklippert. Irgendein schleimiges Substanz sieht nicht sehr stabil aus. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was ich machen muss. Wenn man keine Rohrbombe gehabt hätte, hätte man seine Munition verballern müssen, oder was? Jedes Mal eine Rohrbombe verschwenden. Voll in der Popo. Drei Schuss. Naja, Munition würde das auch bringen. Aber will ich jetzt dafür Munition verballern? Nee. Lieber Rohrbomben. Wollte gerade sagen. Kann ich noch irgendwas herstellen? Eine Rohrbombe. Hier kriege ich dann wahrscheinlich auch das, was ich auch für das eine Hühner-Ding brauche, wa? Da geht's dann bestimmt zum nächsten Boss. Oder Graf. Ja, Speichermaschine. Schreibmaschine. Speichermaschine. Gott. Jetzt ist alles vorbei. Aufzug zum Stausee. Okay. Foto eines seltenen Tiers. Was ist das denn?
Bin wir bei Brunnen. Hab ich vielleicht sogar schon. Könnte mein erstes Schwein gewesen sein. Ja klar, das war das hier oben. Hier war das Schwein, wo ich aus dem Fenster gesprungen bin. Ja, habe ich schon. So, da geht's glaube ich weiter. Was gibt's hier? Ah ja. Die dritte Kugel. Oh, sieht interessant aus. Habe ich aber leider noch nicht. Dann mal zum Fahrstuhl des Stausees. Der irgendwo im Keller ist. Das Spiel ist aber echt groß, ey. Das ist schon fast ein Open-World-Game hier. Das ist ja im Prinzip. Geht ziemlich tief. Dunkelheit. Komm, wo sind wir denn jetzt? Was brauche ich denn da? 6 Flügel habe ich nicht. Ich habe nur. Nee, doch, ich habe 4, oder? Also. Ja. Kugel da was oben, ja. Geht's zum Schalter, aber ich glaube nicht, dass ich den schon krieg. Ah, von der anderen Seite, verdammt. Hier könnte es überall irgendwelche Steinchen am Himmel gehen, also an der Decke geben. Am Himmel. Gott. Wo gibt es denn die Mine? Sehr einladend. Okay, so alles rot, ey. Was rauscht hier so? Oh, guck mal da. Guckt er sich denn da an? Rieselbild. Mutter Miranda, ich würde alles, alles für dich tun. Wenn er nicht abhaut. Ich nehme mir das mal. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Sie ist nicht ihr Kind. Hm? Mehr hast du nicht zu sagen? Was meinst du mit ihr geliebtes Kind? Mutter will ihr Kind zurück. Verarsch mich nicht! Warte, bitte! Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Aber wenn ich mich besser schlage. Wen interessiert's? Warte, noch ein bisschen, bitte! Das ist so lustig. Du bist dumm! Du redest zu viel! Das war's! Der Eingang ist dicht! Was soll das? Das ist mein Revier und ich lass dich nicht gehen. Psycho. Okay. Das sind alles Psychos. Dreckiger kleiner Dieb, du. Überlasse ich, Mortel. Geh selbst, wenn du bettelst. Hm, sperrt mich ein, aber lässt mich trotzdem mit durchgehen. Wie nett.
Fenster habe ich gesehen. Damit sie nicht in mehrere Gegner kommen. Wie komme ich hier raus? Hier nicht. Die könnte überall irgendwas an der Decke hängen. Das war alles noch rot. Das will ich nicht rot haben. Oh, das ist eine Treppe. Also von da. Nee. Moment da. Sieht zerbrechlich aus. Raus oder was? Oh. Was haben wir denn hier? Sieht noch ein mega Fight aus. Hallo Jungs. Rohrbomben sind echt praktisch. Der hat mich bei mir gekriegt. Noch nicht zumindest. Aber killen will ich trotzdem. Das war's. Easy. Was habt ihr mir noch hingelegt? Kraut. Ah, die Rohrbomben, die können einiges. Leider keine herstellen. Die Rohrbomben sind echt nice. Aber was ist der andere Weg gewesen? Hier geht so, denke ich mal, weiter von der Story her, oder? Nicht, weil hier kein Boot ist. Ich habe einen Bootschlüssel. Gone fishing. Jetzt ist alles klar. Gut. Scheinbar brauchte ich den Bootschlüssel, um weiterzukommen. Das heißt, ich war hier per Zufall genau richtig. Oh, mehr ist er hier nicht.
werde jetzt hier wahrscheinlich Bootschlüssel brauchen. Yep. So, das jetzt so wird wie bei Resi 4. Mein Gott. Ja. Ist das eingesammelt, das Schießpulver? Nein. Jetzt habe ich es eingesammelt. Hab zwar nicht gesehen, wo es lag, aber ich habe es eingesammelt. Da drüben liegt der Schatz. Sei so gut und bring den Bootschlüssel zurück in die Hütte in der Mine. Ja, wird nur erklärt, wo der Schlüssel ist. Hab ich ja. Komm ich da hin? Wäre ja auch zu einfach gewesen. Nee, ich komm da. Ah, ist halt doof. Dann da lang. Alter Schwede. Was war das? Nichts, mit dem ich mich anlegen möchte. Aber erstmal in die Richtung fahren, wo es hingeschwommen ist. Ich komme hier nicht weiter. Das ist ein Beschiss. Vielleicht gibt es nur einen Weg. Gibt's nichts einzusammeln. Dann gehen wir gleich mal hier lang. Überall war es aber keine. Doch, Fische. Fischies. Oh, der überlebt sogar einen Schlag. Bleibst du hier? Sag mal. Der hält ganz schön aus, der Junge. Katzenfisch, oder? Ich kann doch ein Stehen treffen. Jetzt angeln die Leute von heute. Endlich. Zweimal Fisch. Das war's. Nee, ist noch einer. Noch nicht.
oder es glitzert irgendwo was? Bei Fischis sind durchgestrichen. Hoch? Nein. Ah. Okay. Dann müssen wir jetzt wohl hier rein. Was ist das denn? Eine Forschungsstation? Was läuft hier für ein kranker Scheiß? Halt still, verdammt! Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Chris. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Ach ja? So schade wie bei mir? Na los doch, bring's zu Ende. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Hey, sagtest du Miranda? Was wisst ihr noch? Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst dich aus der Sache raus. Welche Sache? Ach, schau! Ist geflutet. Keine Chance. Ich habe keine Zeit für dich. Zu spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Hat sie dich geschickt, um mich aufzuhalten? Dass ich nicht lache. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Was ist los mit dir, Mann? Ich kann es nicht mehr halten. Oh Gott, Mutter, warum? Warum? Hier. Ich gegen das Kinderkämpfen. Edge of Edge, kommst dich hoch. Trotzdem ist da hinten noch die Schatzkiste. Da hinten. Oder eine Kiste halt. Okay, wo sind wir? Verdammt, jetzt? Was jetzt? Ich glaube, ich höre Duke wieder. Erst möchte ich nochmal hier gucken. Hier aber nichts sein. Geflutet, hat er gesagt. Duke! Du bist doch hier, oder?
Toilettenhäuschen. Du bist im Haus. Hier rein. Ja, da komme ich her. Du, wie komme ich zu dir? Hier. Wird er von Mal zu Mal größer oder bilde ich mir das nur ein? Willkommen! Willkommen, kann ich was machen? Hier brauche ich Geflügel. Hier brauche ich Geflügel. Das kann ich sogar machen. Hier brauche ich feinster Fisch. Machen wir das. Nur nicht nachlassen! Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Sie ober Depot. Beim Bloggen erlittener Schaden wurde beträchtlich reduziert. Kein schlechtes Mal. Ich habe gerade aufgestockt. Aber du könntest mit deinem Inventar erweitern, das wäre nett. So. 170, hat die ja auch. Und die können jetzt sogar noch weitermachen. 10.000 und hier sind es nur 9.000. Ich bleib, glaube ich, bei der Pistole. Ich mach die nur besser. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Immerhin 190 Schaden. Aber das können wir mal testen. Ich habe jetzt. Auf Wiedersehen! 14 Kugeln. Willkommen, Ethan! Wenn ich nämlich jetzt bei der die Magazingröße erweitere. Ja. Hals- und Beinbruch! Soll ich etwas für dich auswählen? Das ist wie bei Teil 4. Mal verkaufen. 10.000 gibt er. Oh. Sollte ich die verkaufen? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu geizig, die drei Dinger zu verkaufen. Das sind immer von den Boss-Sachen. Oh. Aufheben. Erstmal. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? Ist mein Notgroschen. Sieh es als Investition, Ethan. Das ist für die Rifle. Reduziertes Verwackeln. Oh, das sollte ich mir mal gönnen. Wusste ich doch. So. Dürften wir ja alle Upgrades gekauft haben. Boah, 3000. Noch irgendwas machen? Ich könnte den Schaden mal erhöhen. Gibt es noch eine zweite Sniper oder? Ah. Aha! 15.000, nee. Feuerrate. Nachlade. Hm? So. Was? Ah, schon gut. Das war's. Ja, war's auch. Bis nächstes Mal. Ja, weiter jetzt nochmal. Und weiter geht's. Das hier? Wenn ich das Wasser ablasse. Mist, kein Strom. Wer hätte das gedacht? Okay, das wird noch wichtig werden. Wenn er das mitnimmt. Ich gehe lieber gleich mal auf Nummer sicher. Weil ich das bestimmt bei dem Stromwerk brauchen werde. Ah ne, das ist dann wahrscheinlich für hier. Die Tafel. Okay. Dann Strom einschalten. Ne, nicht hier lang. Hier lang. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Was haben wir hier? Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lange. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Falls sie bricht, geh rüber und hol die vom Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Also Windmühle 2. Jetzt kommt hier Geflügel. Echt jetzt? Hier geblieben.
leben. Machen wir schon mal dreimal Geflügel wieder. Das Teilfragment. Irgendwas? Nö. Das heißt, hier Windmühle 2. Ist leider nicht beschriftet. Gott, der Fisch kann das doch bestimmt angreifen. Also, Moröl. Ach, hier ist doch die Korbe. Gut, ich werde trotzdem erstmal hier rumgucken. Da geht's runter. Ja, machen wir gleich. Ich werde erst nochmal hier draußen rumgucken. Oder was? Ich höre was wackeln. Wo bist du? Da. Gut. Wäre ich normal, wenn von Capcom irgendwo in der Ferne auch so ein Ding wäre, was du mit Scharfschützengewehr schießen musst. Echt, muss ich jetzt hier überall durchkämpfen? Wow. Ah, der dauert länger als die Puppe. Dann haben wir schon mal die Kurbel. Oder wie Kurbel jetzt? Okay. Echt jetzt? Ach, deswegen soll ich jetzt die andere Kurbel beschaffen. Verstehe. Ich dachte, ich hätte die jetzt einfach rausgenommen und fertig. Sieht man hier in dem Gebiet nicht. Oh Gott, das kann jetzt Spaß werden. Frage ist, wohin? Da hinten, denke ich mal. Kann ich hier lang? Fischer. Ja gut, die sehen nicht gesund aus. Würde ich nicht nehmen, Even. Der mich hier einfach rum in Ruhe rumlaufen lässt. Niemals. Aber da könnte ich da auch lang, oder? Ah, nee. Okay. Dann war das schon der richtige Weg. Gut, dann. Das kriegst du nicht zu futtern. Sag das nicht so laut. Ich kann mir vorstellen, dass der mich one-hitten kann. Also one-hit-kill. Fällst du nicht? Warum du nicht fallen? Ah, da. Verdammt! Muss mir jetzt einen eigenen Weg bauen.
widerlich. Ja. Okay, dann müssen wir den Weg nach oben finden. Ist es passiert. Mein allererster Tod. Ah, ich wusste, dass der einen sofort töten kann. Aber eben nicht schnell genug. So, warte. Das war blau, das war blau. Komm, geh runter. So, also den blau, orange und dann rüber. Kommst du nicht mehr, oder was? Sieh mir! Mutter! Ja, man will es ja echt wissen, ne? Ich würde dich besser, Mutter! Echt drauf schießen. Ist das nervig. Okay, drei Schuss geht. Warum haben wir vielleicht noch nicht verwenden sollen dafür? Nachhinein ist man immer schlauer. Was für ein Fang! Meinst du, du kannst es jetzt noch erlauben, irgendwelche Witze zu reißen? Du musst hier weg! Ja, merke ich.
hier in dem Rad was dran wäre, wäre schon krass. Da ist aber nichts. Hoffe ich. Hey, bleib immer schön da unten. Ja. Wenn wir das machen, gehe ich jetzt zu Duke, denn wir haben auch die Zeit schon wieder erreicht. Das heißt, ich speichere jetzt und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Resident Evil Village. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.